Klettersteigen. Ich denke, Klettersteige, gerade bei Instagram, richtig beliebt. Ich glaube, ihr kennt es auch. Es werden mittlerweile immer mehr Leute kommen. Auch damit ihr einfach wisst, was ihr braucht, stellen wir euch heute mal die wichtigsten Sachen vor. Wir fangen einfach mal an, würde ich sagen, mit einem Klettergurt, weil daran denke ich als erstes bei einem Klettersteig. Absolut. Genau, Klettergurt. Prinzipiell braucht ihr für einen Klettersteig keinen besonderen Klettergurt im Vergleich zum Seilklettern. Ihr könnt einen ganz normalen Halbgurt nehmen. Wir haben jetzt hier den Solution von Black Diamond. Gefällt mir sehr gut, weil relativ leicht. Am Klettersteig habt ihr einfach die Situation, dass ihr den Gurt sehr lang tragt. Das heißt, achtet darauf, dass er gut sitzt, weil ihr habt den auch mal gut 2-3 Stunden oder länger an. Leichtigkeit ist da natürlich auch ein Faktor. Ein leichter Gurt trägt sich besser als ein schwerer. Und ja, mag viel mehr gibt es für mich von meiner Seite zu dem Gurt nicht zu sagen. Probiert ihn an, guckt, dass er gut sitzt. Guckt, dass er auch im Ernstfall gut sitzt. Heißt, setzt euch mal rein. Genau. Kann ich jetzt quasi als Hallenkletterer einfach meinen Hallenklettergurt auch für einen Klettersteig benutzen? Absolut, mache ich genauso. Ich benutze meinen Hallenklettergurt, nehme ich einfach mit raus an den Fels. Der sitzt gut, der passt mir gut, der taugt mir, da brauche ich nichts anderes. Genau, also für euch nochmal wirklich der Hinweis, kauft da nicht 2 Produkte oder sowas, nutzt das. Auch wenn ihr auf euer Budget achten müsst, kauft einmal und dann seid ihr damit ausreichend bedient. Genau. Ich glaube, das zweite Kernelement beim Klettersteig ist ja wirklich das eigentliche Set vom Klettersteig, genau. Weil man möchte sich auch irgendwie sichern. Was gibt es da für Besonderheiten, worauf müssen wir achten? Genau, beim Klettersteig sichern wir uns immer mit so einem sogenannten Klettersteig-Set. Das besteht hier vorne aus 2 Karabinern, aus 2 Wegekarabinern, inzwischen hinten immer mit dem Klappverschluss und dann vorne geht er auf. Das heißt, vorne blockiert er, solltet ihr hinten den Hebel nicht drücken. 2 Wegekarabiner einfach deswegen, weil am Berg 2 Wegekarabiner nur benutzt werden dürfen, wenn es um die Sicherheit geht und ihr hängt nachher da dran. Das heißt, hier braucht ihr auf jeden Fall 2 Wege. Dann haben wir hier inzwischen meistens ein elastisches Bandelement. Das bedeutet einfach, wenn ihr das Zeug an eurem Gurt habt und ihr müsst euch umhängen, zwischen den einzelnen Passagen muss man nämlich die Klettersteigsets umhängen, jeweils erst den einen, dann den anderen Karabiner. Dann kann es auch mal sein, dass ihr mal ein bisschen weiter rüber müsst und da macht sich diese elastische Bandschlinge hier einfach sehr gut. Das Kernelement eines Klettersteigsets ist der sogenannte Bandfalldämpfer. Das ist nachher auch das Ding, das euch im Sturzfall schützen sollte. Sollte deswegen, und das ist der ganz wichtige Hinweis, gerade bei Klettersteiganfängern, ist es nicht wie in der Halle, dass man sich mal reinfallen lassen kann, vielleicht auch mal üben kann. Denn dieser Bandfalldämpfer funktioniert so, hier ist sehr viel Gurtmaterial vernäht. Solltet ihr da reinfallen, ab einem gewissen Sturzfaktor lösen sich diese Nähte auf und nehmen Energie aus eurem Sturz hinaus. Es reißt also etwas auf und wenn etwas aufreißen muss, um Energie aus eurem Sturz rauszunehmen, wird es nicht angenehm. Deswegen hier der Hinweis, es ist nicht vorgesehen, in einem Klettersteig zu fallen. Solltet ihr in euer Klettersteig-Set fallen, müsst ihr es austauschen, denn sollten diese Nähte hier schon angerissen sein, vielleicht hat er nicht ganz ausgelöst, aber ihr seht es vielleicht gar nicht richtig, der Bandfalldämpfer ist beschädigt und deswegen bitte immer gucken, ihr solltet nicht fallen im Klettersteig, wenn ihr doch fallt, bitte direkt neues Klettersteig-Set vor der nächsten Tour prüfen, denn daran hängt euer Leben. Vielleicht auch da nochmal auch wirklich der Hinweis, wenn ihr noch keinen Klettersteig gemacht habt, startet leicht. Klettersteige sind letztendlich auch bewertet, ähnlich wie Routen in der Halle, nur da im Buchstabensystem. Genau, also es fängt bei A an und geht inzwischen bis F, glaube ich. Genau, einfach wirklich langsam reinsteigen, dass ihr auch so ein Gefühl bekommt, letztendlich das Gefühl für das Handling, auch mit den Karabinern. Das ist gerade am Anfang die Koordination, was muss ich gleichzeitig drücken und da sich ganz vorsichtig rantasten. Genau, auf jeden Fall, das ist hier ein sehr guter Hinweis. Genau, Thema Sicherheit haben wir ja gerade letztendlich auch schon angesprochen. Was natürlich auch zur Sicherheitsausrüstung beim Klettersteig gehört, ist letztendlich auch ein Helm. Genau, hier haben wir jetzt das Modell von Black Diamond. Habe ich selber auch, finde ich persönlich für mich sehr gut, weil es den Kopf sehr gut umschließt. Aber ihr merkt schon, meine persönliche Meinung, jeder Kopf ist anders. Das heißt, da braucht ihr auch einen anderen Helm vielleicht für. Probiert den am besten auch an oder lasst euch beraten, vielleicht wenn ihr schon ein bewährtes Modell habt, könnt ihr es gerne auch online kaufen. Aber der richtige Helm, den habt ihr im Endeffekt auch echt lange auf dem Kopf, deswegen will der auch gut ausgesucht sein. Hier gilt auch, bei größeren Stürzen oder größeren Schlägen lieber neu kaufen als einmal zu wenig. Genau, dann würde ich sagen, was ist zum Helm? Helm sollte relativ klar sein. Genau, letztes Produkt letztendlich, was man noch zum Klettersteig braucht, auch hier siehst du, du brauchst immer relativ wenig, sind dann noch Handschuhe. Was gibt es dazu überhaupt? Genau, Handschuhe sind Geschmackssache. Ich selber habe Freunde von mir, die sagen, brauche ich nicht. Ich selber habe sehr gerne welche dabei, vor allem in etwas technischeren Klettersteigen, wo du dann doch auch
das Stahlseil mitbenutzt und viel am Stahlseil bist oder wo viel Eisen verbaut ist, Eisentritte oder Eisengriffe, habe ich gerne Handschuhe an, weil es einfach angenehmer ist, weil es auf lange Zeit einfach auch die Hände schont. Hier empfehlen wir immer fingerlose Handschuhe, damit ihr einfach auch noch ein Gefühl für eure Karabiner habt. Klettersteiger immer noch eine sehr sommerlastige Beschäftigung, deswegen wird es euch da auch nicht so warm. Genau, und dann hier habt ihr eben die freien Finger, um eure Karabiner noch einwandfrei benutzen zu können. Und meistens wird es eh warm in Vollhandschuhen. Genau, also letztendlich ein Komfortthema, das jeder für sich entscheiden muss. Probiert es einfach aus, wie es für euch geht, wie auch eure Hände letztendlich darauf reagieren. Alle Produkte, die wir jetzt hier auch vorgestellt haben, verlinken wir dir unter dem Video zu eurem Online-Shop. Und da könnt ihr einfach vorbeischauen. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr einfach den Jungs auch schreiben zu den Produkten. Die werden sich dann an euch wenden. Genau, vielen Dank.